Das heißt, um den Ring zu kriegen, müssen wir in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden. Um dort zu beerdigt werden, müssen wir ein Mitglied der Meistersuppes sein, wodurch wir den Typen heiraten müssen. Aber das glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Also müssen wir uns verkleiden oder so. Onkel Griswold, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist ihr Name? Mein Name ist Matt mit Kartoffel, Kämüse, Eintopf mit Schinken, Wantan. Ja, ich bin hier der Herr mit Kartoffel. Matt mit Kartoffel. Matt mit Kartoffel? Ich bin von gutbürgerlicher Herkunft. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Mist. Schau mich doch mal an. Sehe ich nicht etwa aus wie ein Meistersuppe? Schau mich an. Sehe ich nicht aus wie ein Meistersuppe? Nein, Sie sehen gar nicht wie ein Meistersuppe aus. Sie sehen eher aus wie einer der Brotschilds. Die hatten immer schon so armselige Gesichtszüge. Aber. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Jeden Tag sehe ich mir die Porträts der Familie Meistersuppe an und zolle jedem meiner vornehmen Ahnen Respekt. Jeder vornehme Gesichtszug der Familie Meistersuppe ist auf diesen Bildern zu sehen. Und ich sehe nichts in diesen Bildern, das mich an Sie erinnern könnte. Also müssen wir vielleicht ein Bild von uns irgendwo hinhängen? Tja, da die Geschichte mit dem Ring kenne ich. Wie komme ich denn rüber zur Totenkopfinsel eigentlich? Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Aber er ging auf dem Meer verloren, als der Leuchtturm kaputt ging. Navigieren war nie seine Stärke. Ich verstehe. Naja, dann Tschüssi, ne? Ich geh mal wieder. Tschüss. Ich mach mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Können wir die Porträts angucken? Einen Spiegel können wir anschauen. Ich sehe einen schneidigen jungen Piraten im Spiegel. Sehr gut. Können wir den vielleicht mitnehmen? Ah. Das geht tatsächlich. Können wir da jetzt vielleicht ein Bild reinhängen oder irgendwas? Das bin ich. Nein, das ist ein Spiegel. Ja. Hier Porträt, das ist aber kein Meistersuppe und da ist ein Spiegelrahmen. Ein leerer Rahmen eines Spiegels. Okay. Haben wir sonst noch? Huch. Hier. Ja. Hast du gerade meinen Spiegel genommen? Nein. Nö. Du lügst, nicht wahr? Nein. Ja. Mist. Leg es zurück. Schon gut, schon gut. Mist. Meine Güte, was für ein Nörgler. Was war das? Nichts. Was war das? So wird das gesprochen. Naja, schade. Spiegel können wir noch nicht mitnehmen. Vielleicht später. Oder wir müssen da irgendwas anderes reinhängen. Vielleicht ein Porträt von Herrn Meistersuppe. Oder Nacktfotos von Geibra. Na, lieber nicht. Da würde sich wahrscheinlich eher Oppis freuen. Hier haben wir noch jede Menge Porträts. Können wir die denn mitnehmen? Es ist an die Wand genagelt. Natürlich. Porträt. Minerva Stroneheim Meistersuppe. Baronin von Borscht. Natürlich. Es ist an die Wand genagelt. Aber ja, können wir denn hier die Tür vielleicht... Ah ja, natürlich können wir die öffnen, haben wir ja schon mal gemacht. Aber hier gab es, glaube ich, nichts außer einem Nagel. Aber den kriegen wir nicht aus der Wand, weil mit dem Meißel geht's nicht. Und mit dem Hammer haben wir, glaube ich, schon versucht, ne? Durchschlagen geht auch nicht. Oh. Oh. Ach Mensch. Ja, so viel zum Thema Durchschlagen geht auch nicht. Das war ja wohl ein durchschlagender Erfolg. Und jetzt können wir hier das Porträt mitnehmen. Ach, zauberhaft. Ich werde besser diesen belastenden Bilderrahmen los. Was? Gar nichts. Nein, ich war gerade nur irritiert, Guybrush. Und einen Nagel haben wir da auch noch, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Vielleicht können wir ja jemanden nageln. Hahaha, witzig. So, Tür öffnen, komm mal da vielleicht. Sie ist verschlossen. Aber wir haben eine Visitenkarte. Ist zwar keine Mastercard, aber vielleicht... Ich schätze, ich bin ein besserer Pirat, als ich dachte. Es klappt. Haha, ein Hoch auf ein labiles Erinnerungsvermögen. So.
Apropos Erinnerungsvermögen, ich kann mich überhaupt nicht mehr an diesen Raum hier erinnern. Porzellankaraffe. Porzellan! Na? Es ist eine altmodische Wasserkaraffe. Nimmst sie mit? Noch mehr Porzellan. Geht dieser Albtraum denn nie vorüber? Nimmst du nicht mit. Nachttisch, haben wir da irgendwas? Malerisch. Ja, da ist ein ganz malerisches Ambiente. Ich bin sicher, dass da nichts außer einer dieser Hotelbibeln drin ist. Dann sei nicht sicher, sondern guck mal rein, du alter Fröbel. Man kann auf den Friedhof hinausschauen. Gruselig. So, ein Bett und ein Kleiderschrank. Dann guck mal erstmal in den Kleiderschrank. Vielleicht finden wir da ein was. Ein wirklich modrig riechender Kleiderschrank. Mach doch mal auf. Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Ist mir egal, mach den auf. Er ist so modrig, dass ich ihn lieber nicht öffnen möchte. Und ein Wandklappbett. Es ist ein Klappbett. Können wir das runterziehen? Oh. Ja, offenbar wurde ja schon längere Zeit nicht mehr aufgeräumt. Ein Buch haben wir da. Die Meistersuppes. Ein Leben in Bildern von M.M. Meistersuppe. Aha. Und halt, bevor wir jetzt... Oh. Also nochmal. Runterziehen bitte. Ja. Können wir uns das... Nein. Nein, ach Geibrasch, du sollst... Nochmal runterziehen. Und dann schauen wir uns mal das Skelettchen an. Mal gucken. Hallo. Ui, ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Summe angewachsen. Ja, bestimmt 2 Euro. So, dann nehmen wir mal die Meistersuppe Familiengeschichte an uns. Ich komme nicht dran. Okay, wir haben einen Nagel. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Oder mit Kleber vielleicht? Das Bett mit Kleber irgendwie? Benutze Nagel mit Bett mal. Ein Nagel wird niemals reichen, um das Bett unten zu halten. Okay, aber vielleicht Leim oder so? Der Kleber nützt dir nichts. Vielleicht da? Der Kleber nützt dir nichts. Nein, auch nicht. Na gut, vielleicht brauchen wir einfach noch ein paar Nägel. Hier haben wir die Tarotkarte, hier haben wir ein Rezeptbuch. Das Porträt. Ach. Das ist ein hässliches Bild. Sieht aus wie der Barkeeper. Ach, na, so ein Zufall. Okay, pass auf, dann gehen wir mal direkt runter. Nehmen uns den Scharpiegel. Merci, und fügen jetzt das Porträt da ein. Das wird nicht passen. Haben wir eine Schere oder sowas dabei? Ja, wir haben eine Schere dabei. Können wir das vielleicht... Da, ich habe das Gesicht ausgeschnitten. Ah, können wir das Gesicht vielleicht einfügen? Du hast gerade den Spiegel geklaut, nicht wahr? Nein. Nein, habe ich nicht. Er ist da, sieh nur. Sieht aus, als hättest du recht. Oh, Junge, ich beginne alt auszusehen. Kommt von all dem Saufen. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Schicker Bart übrigens, nur mal so nebenbei erwähnt. So, jetzt haben wir einen schönen Spiegel. Und ich glaube, ich weiß auch, wofür den Spiegel... Nee, hier wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte doch dahin. Ich glaube, ich weiß auch, wofür wir den Spiegel brauchen. Ich weiß nur nicht, ob es stimmt, aber ich erinnere mich, dass da einer benötigt wurde. Mal gucken, ob der zufällig passt. Und zwar hier. Da war doch der zerbrochene Spiegel. Er ist zerbrochen. So, dann fügen wir da mal den anderen Spiegel ein. Vielleicht geht's ja. Perfekt. So, dann brauchen wir nur noch eine Linse. BZW, die Glühwürmchen. Die Linse ist ja da. Wir brauchen Glühwürmchen hier oben oder so. Hallo, ich will runter. Ach, da. So, Ach, hör auf, was denn hier los? Der Stan, unglaublich. Stans Versicherungen. Na, dann mal los. Ja, der Stan, da fällt einem auch gar nichts mehr zu ein. Aktenschränke untersuchen. Erstmal alles angucken und dann können wir den alten Laffel mal anquatschen. Was uns heute wieder andrehen möchte. Aktenschränke. Ach, ist ja unglaublich. Wirklich, Geibrasch. Geschäftsführer-Ding. Was macht diese Dinger so beliebt in Büroeinrichtungen? Weil der Tisch dann angeblich total locker und modern aussehen soll. Ein Foto. Ist das das Foto, das schon in dem Rahmen war? Nein, das ist meine Frau. Mann, ich wünschte, die Leute würden aufhören, diese Frage zu stellen. Wie, Stan ist verheiratet? Gib mal her das Foto. Nein. Ach, schade. Ja, der Schreibtisch, zeig mal her. Der Sargdeckel-Schreibtisch ist eine nette Idee. Ja, das stimmt.
Knochenstapel. Können wir da vielleicht ein paar Knochen mitnehmen? Nein. Auch nicht. Können wir den angucken? Ich will nicht wissen, was hier passiert ist. Oh, und hier gibt's noch einen Körper. Untersuche Körper ist immer eine gute Idee. Der Kerl war so fett, dass sein Sarg geplatzt ist. Also vielleicht doch keine gute Idee. Können wir den vielleicht... Nein. Ich brauche keine verfaulte Leiche. Aber du weißt doch nie, was kommt, Guybrush. Brauchst du vielleicht einen Schädelstapel? Ich frag mich, wo die Körper abgeblieben sind. Die hat da Fette gefressen. Nein. Doch, doch, das weiß ich aus den Geschichtsbüchern. Hier haben wir noch einen Wasserkühler. Na los. Das ist ein Wasserkühler. Oh, ja, danke für den Hinweis. Nimm doch mal ein Glas Wasser. Piraten trinken kein pures Wasser. Oh, du hast recht, das tut mir leid. Ein Diplom. Es ist vom Karibischen Institut für Korrespondenz. Können wir das nehmen? Nein. Schade. Ein Kalender. Gesundheitstee. Können wir den Kalender nehmen? Nein. Auch nicht. Gesundheitstee. Ach, jetzt latscht er da wieder rum. Es ist eine würzige, koffeinfreie Kaffeealternative. Ja, dann nimm doch mal mit. Nein. Och, Guybrush, du machst mich fertig. Ein Skelettarm. Können wir den vielleicht wenigstens mitnehmen? Dann haben wir schon zwei Skelettarme. Ist doch auch mal was. Noch ein Skelettarm. Ja, nimm doch mal mit. Ich habe schon einen schönen Skelettarm. Danke sehr. Ach, Mensch. So, und eine Bankerlampe. Ein sicheres Zeichen für ein feines, gehobenes Geschäftsunternehmen. Ich brauche dringend eine Bankerlampe für meinen Schreibtisch. Fällt mir da gerade ganz spontan ein. So, Stan, du alte Bockwurst. Es ist Stan. Yeah, wie geht's dir denn? Wie, ist schon gut? Na gut, du hast mich überzeugt. Ich würde gerne eine Versicherung abschließen. Ich weiß zwar nicht, wie er ihn überzeugt hat, aber... Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolice leisten kannst oder nicht, sondern ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolice leisten? Nun, wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll, wie viel du ausgeben willst. All diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken mit dem Seelenfrieden, das für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist, muss ich hier ein Geschäft führen. Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. Eine Bürgschaft. Wie wäre es mit einem enorm unverfluchten Diamanten, diese antike Flaschen, diesen einzigartigen Kühlschrankmagneten, diesen feinen Schirm mit Bambusgriff, diesen authentischen Piratenzahn? Ich habe nichts, an dem du Gefallen finden könntest. Ja, wie wäre es denn mit einem enormen unverfluchten Diamanten, sag mal? Wie wäre es mit einem enormen unverfluchten Diamanten? Wie wäre es damit? Hast du einen gewaltigen Diamanten, der nicht mit einem Fluch belegt ist? Okay, nein. Aber ich bin ungefähr so nah dran, einen zu bekommen. Nun, ich bin nahe daran zu glauben, dass du versuchst, meine Großzügigkeit auszunutzen. Nein. Vielleicht möchtest du mir ein ernsthaftes Angebot machen. Ja, wir haben doch noch den Goldzahn auf jeden Fall. Diesen authentischen Piratenzahn. Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Aus Gold. Einzigartig. Aus Gold. Ist das echtes Gold? Echtes Gold. Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh, ist genau das richtige Wort dafür.